Eines Tages waren wir einkaufen und mein Sohn hat zu mir gesagt: "So Mama, für mich kaufen wir jetzt ein Spielzeugauto und für dich eine Flasche, okay?" Und das war so schrecklich, weil mir so klar geworden ist, was für ein völlig verzerrtes Bild mein Kind schon vom Alkohol hat. Also als ich am Monatsanfang wieder Geld hatte und meiner Tochter am Kiosk gesagt habe, sie darf sich so ein Heft aussuchen, da hat sie zu mir gesagt: "Nein, Mami, sonst haben wir wieder kein Geld mehr. Ich möchte gar nichts." Boah, ich habe mich so geschämt und wurde einfach nur traurig. In solch einem Moment wurde mir richtig bewusst, dass etwas nicht stimmte. Meine kleine Tochter, die sorgte sich in einer Art um uns, in der sie das ganz bestimmt nicht sollte. Jedes Mal, wenn ich wieder betrunken nach Hause gekommen bin, habe ich immer meine Sonnenbrille aufgesetzt, um das zu verstecken. Und mein Sohn, der war damals so 5, der kam immer und hat sie mir dann abgenommen. Und ich konnte das schon an seinem Blick sehen, dass er wusste, dass ich wieder getrunken habe. Aber ich kann das auch gar nicht richtig beschreiben, wie er geguckt hat. Einfach eigentlich nur leidend. Der wäre auch nie wütend geworden oder hätte mich beschimpft. Das hätte der sich gar nicht getraut. Vielleicht hatte er auch Angst, dass ich dann eigentlich noch mehr trinke. Heute, nach der Therapie, sprechen wir viel über die Zeit, als ich Drogen genommen habe. Mir wird jetzt bewusst, dass mein Sohn ganz viel mitbekommen hat, was ich heute gar nicht mehr erinnere. Er erzählt mir haarklein Situationen, in denen ich einfach weggeschlafen bin oder in denen ich zu breit war, um mich daran zu erinnern. Das weiß ich heute ganz genau. Mein Kind hat alles mitbekommen. Meine Aggression, meine Hilflosigkeit, mein Rausch. Und nur durch die Drogen habe ich geglaubt, er merkt nichts. Das Schlimmste an der ganzen Situation war, dass ich mich so permanent dafür geschämt habe, so eine schlechte Mutter zu sein. Das hat mich dann eigentlich auch wieder so runtergezogen, dass ich mich erst recht zugedröhnt habe, also eine richtige Abwärtsspirale. Und dazu kam der ganze Stress, dauernd dafür zu sorgen, dass keiner was mitbekommt, obwohl die Kinder ja total gelitten haben. Und dann wieder Schuldgefühle. Also heute weiß ich, dass das alles ein Fehler war. Ich hätte mich viel früher an eine Beratungsstelle wenden sollen. Aber im Nachhinein ist man immer klüger. Ich dachte damals, zu 100% für meine Tochter da zu sein, aber mir ist klar, dass dieser Eindruck völlig falsch war. Ich war zwar mit meiner Tochter zusammen, aber das Glücksspiel hat viel Platz eingenommen. Ein Teil von mir war immer damit beschäftigt, zu kontrollieren, zu rechnen, zu planen und sich Gedanken um die Spielerei zu machen. Das wurde zu einem gewissen Zeitpunkt sogar wichtiger als meine Tochter. Sie musste mich während dieser Zeit aushalten und umsorgen. Also meine Kinder haben sich eigentlich ständig Sorgen gemacht um uns. Die waren auch nie bei Freunden oder mal länger weg. Und ich erinnere mich an eine Situation, da war eine Klassenreise geplant und meine Tochter, die ist ganz kurzfristig vorher krank geworden und nicht mitgefahren. Und heute denke ich, bin ich mir total sicher, dass sie das erfunden hat, weil sie uns nicht alleine lassen wollte.